Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Heat. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag ist unser Ziel der Porsche Cayman S. Kommt alle in die WhatsApp-Gruppe. Jawohl, ja! Nein, jetzt mal Butter bei den Fische, Leute. Wir brauchen noch circa 4 Level, um uns den Porsche Cayman zu holen. Das ist der erste Porsche, den man sich überhaupt im Game snacken kann. Ich nehme übrigens gerade diese Folge schon auf, bevor die zweite überhaupt online kam. Deswegen kann ich jetzt noch nicht auf euer Feedback eingehen. Ich werde jetzt aber definitiv mal mir ein anderes Oberteil gönnen. Also kann ja gerne jeder Pink tragen, wie er lecker lustig ist. Ist aber überhaupt nicht mein Stil. Schwierig. Das ist ganz fresh. Das auch mit dem Wolf. Erinnert mich ein bisschen hier an Peso von Justin. Das ist ganz cool. Nichts Besonderes, aber es passt ein bisschen besser zum Outfit. Wir haben immer noch den BMW 3er. Könnten allerdings uns mittlerweile wesentlich krassere Autos gönnen. Ich bleib aber bei dem Ding. Es sei denn, okay, wir werden mal eine Sache ausprobieren. Wir fahren jetzt mal zum Autohändler und gucken, ob wir den Wagen verkaufen können, weil dann würde ich mir vielleicht schon gerne mal ein Upgrade gönnen. Weil dann können wir, wenn wir uns den Porsche Cayman holen, dann können wir auch wieder den Wagen verkaufen. Da haben wir jetzt die hier, die kennen wir alle schon. Ah ne, hier die A-Klasse, Mercedes AMG. Wagen ansehen. Sind das jetzt... Nee, ich würde mir gerne meinen Wagen ansehen. Das kann ich tatsächlich nicht. Was haben wir hier? Die neuesten sind BMW M3, Range Rover Sport. Den hat sich ja, glaube ich, iCrimex geholt. Oh, BMW Z4 ist auch ein schönes Auto. Aber das, für das wir am heutigen Tag kämpfen werden, da ist er. Ich finde ihn echt schick. Obwohl das ja im Grunde genommen der kleine Porsche ist. Ist ja nicht der 911er, sondern eben der Cayman. Nun gut, Stufe 14. Die muss heute freigeschaltet werden. Wir werden uns erstmal kein weiteres Auto kaufen. Dann let's go auf der Karte. Oh ja, die geben immer am besten Coins. Oh, empfohlen ist 200er Auto. Ja, okay. Ja, ich muss in die Garage. 200, komme ich da überhaupt drauf? Selbst mit Tuning? Oh, warte. Oh, das ist doch gut. Plus 18 Punkte. Turbolader. Bam, kommt rein in den Wagen. Oh, hier Beschleunigung. Gibt für 5000 nochmal 0,3 auf jeden Fall. Ja, wir sind zumindest bei 197. Ich meine, man muss ja sagen, wir sind ja krass, Leute. Ich bin mal gespannt. Der Typ, zu dem wir jetzt fahren, das ist ja dieser Drifting-Dude. Friss oder stirb. Ja, okay, alles klar. Das ist mal eine Ansage. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Ach, krass. Probieren wir es? Ja, mache ich. Erreiche Punkt 250.000? Nur, ich habe nicht mal Driftreifen drauf. Mein Wagen ist null dafür ausgelegt, zu driften. Aber warte, ich habe 3 Runden Zeit. Achso, aber ich brauche 250.000. Das bedeutet, ich brauche pro Runde 70.000. Ja, mehr sogar. 83.000 circa. Ja, okay, Leute. Bei aller Liebe, das Event müssen wir leider beenden. Die 250.000 sind ohne Driftreifen oder so. Bisschen utopisch. Oh, zur Abwechslung mal ein Rennen. Der ist ja völlig verrückt. Rundkursrennen Marina Nara. Okay, Zielplatz 1. Kein Problem. Mari, easy. Weil ich glaube, wir sind für das Rennen schon ziemlich überqualifiziert. Ja, beeindrucke mich, Alter. Ich werde jetzt einfach mal lockerflockig davonziehen. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Wir sind mittlerweile schon 200 Meter. Ja, fast 200 Meter. Ja, macht alles Spaß hier. Oh Gott. Kurz ein bisschen was mitgenommen. Oh Gott, tut mir leid, ich war ganz kurz in ihrem Vorgarten. Kommt nie wieder vor. Nur ein Fehler und ich ziehe vorbei. Das stimmt, nur ein Fehler. Aber ich mache keine Fehler. Und wieder im Vorgarten. Und noch 150 Meter. Gewonnen. Perfekt. Okay, für die beiden Story-Missionen unten müssen wir Level 11 sein. Boah, die geben aber auch wieder richtig krasse Rap. Das bedeutet, wir switchen am besten mal in die Nacht, gönnen uns Level 11 und dann läuft das. 3400 Rap. 1,3, das ist echt nicht so gut. Aber warte mal, wie gut muss denn mein Auto dafür sein? 3000, empfohlen 200 und da unten, empfohlen 180. Ja, dann mache ich das doch da unten. Oh, ich muss da, glaube ich, tatsächlich hinfahren, ne? Das ist ja ekelhaft in einem Rennspiel. Wenn ich Heat Level 2 habe und das Rennen gewinne, dann könnten wir schon Level 11 machen. Boah, ey, und ich brauche Level 14, Junge. Das wird wieder eine 2-Stunden-Aufnahme, ich sag's euch. Boah, der Führende ist auf jeden Fall richtig schnell unterwegs. Als ob der schon 200 Meter vor allen anderen. Und ich habe jetzt noch keinen großen Fehler gemacht. Junge, wie der abgeht. Oh, jetzt hat er... Ja, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Nein, wir aber auch. Nitro zünden, das wird uns nicht viel bringen. Ah, wieder... Scheiße, und Spencer auch noch an uns vorbei. Aber egal, es sind erst 30% des Rennens gelaufen. War das knapp.
Yo, und volle Kanne gegen Spencer gefahren. Aber der eine Dude ist da vorne auch noch. 76% schon. Obwohl, da vorne ist der eine. Wenn jetzt nochmal irgendwas Anspruchsvolles kommt. Aber es sieht so aus, als würde es einfach nur geradeaus gehen. 91%. Oh, nee, come on. Spencer ist sogar jetzt der Führende. Noch 500 Meter. Ich zünde... Ah, da vorne ist das Ziel. So knapp. Als ob. Beendet Zweiter. In your face. 3118. So, warte mal. Es fehlen noch 1104. Ey, ich mach das nochmal. Ich bin doch jetzt hier nochmal. Was, noch 500 Meter? Das ist ja ein komplett anderes Rennen. Aber egal, wir werden Zweiter und damit haben wir auf jeden Fall die Punkte. Oh, uiuiui. Habt ihr das gerade noch gesehen? So richtig knapp. Aber egal. 2800, das bedeutet, wir sind auf jeden Fall Level 11. 8600. Oh, da haben wir aber ordentlich Cash-Mash gemacht. Reputation ging auch gut hoch. Okay, Heat-Multiplikator mal 1,5. Lecker. Nice one. Level 11. Also viel fehlt nicht mehr bis zur 14. Wie es aussieht, kannst du dir jetzt neue Teile kaufen. Oh, Alter, aber richtig viele neue Teile. Ja, hier der Auspuff für 16.000 bringt richtig viel. Selbst wenn ich es bereuen werde, hier, ich gönne mir einmal für 15 den verbesserten Nitro. Mal gucken, ob es was bringt. Also eigentlich stand da immer, oder ihr meintet das schon in der ersten Folge, dass der Nitro, Nitro, nennt es wie ihr wollt, nicht so viel bringt. Aber na gut, wir starten. Wollten wir das bei Tag oder bei Nacht machen? Ich wähle einfach mal kurz Tag. Ah ja, hier. Tagesmission. Ja, warte, dann mache ich aber hier direkt bei ihm die Mission. Weil angeblich, wenn ich das Rennen gewinne, kriege ich eine neue Radaufhängung oder irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas Geiles. Aber ich fake die Typen jetzt von der Strecke und dann GG. Oh, da links ist sogar auch noch ein BMW. Wenn du dieses Rennen gewinnst, gehört das Fahrwerkskit. Okay, ich hoffe mal, das ist eine geile Sache. Wir können gleich mal hier nach der Geraden, nach der Kurve hier, mal Nitro zünden. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen, wenn man mal aus Versehen ein bisschen langsamer unterwegs ist. Hol dir den Sieg! Ich bin geschlagen! Junge, es ist Runde 2 von 3. Warum gibst du denn schon auf? Was ist das denn für eine Einstellung? Na schon, du bist so kurz vor dem Sieg. Ja, vor allen Dingen bin ich 700 Meter vor allen anderen. Aber wir sind auch einfach gerade ein bisschen overpowered. Wir haben es ja gesehen. Das geht auch teilweise ganz, ganz anders aus. Oh, meine Nase juckt. Boah. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Aber meine Nase wollte einfach ganz kurz mal einen richtig rausschlünzen. Ich hoffe mal, es ist nichts auf meinem Shirt gelandet. Aber ich hatte leider gerade... Ich hatte keine Hand frei. Ich muss hier ein Rennen gewinnen. Wow, 1 Kilometer vor dem zweiten. Let's go. Und? Ja, sieht gut aus. Bisschen was auf die Hose. 5200 Punkte. Das ist gar nicht so viel. Wenn wir die beiden Dinger machen, dann sind wir schon Level 12. Diese beiden Missionen von ihr. Und wenn wir dabei vielleicht sogar noch ein Heat-Level sammeln, also dass wir insgesamt auf Heat-Level 2 sind, dann geht's hier aber richtig ab. Entschuldigung, schon einmal kurz übers Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld. Es ist immer frei, denn es ist Sommer. Oh, was ist schon dabei? Tut mir leid, meine Damen und Herren. Das war kurz meine Interpretation von Ein Bett im Kornfeld von Jürgen Drich. Dann weißt du gleich, wie schlecht du bist. Und denkst vielleicht nochmal über dein Leben nach. Mein Leben ist gut. Ich bin YouTuber. Ich spiele Videospiele. Das ist echt geil. Ich liebe es. Danke, Leute. So, let's go. Ach so, ich fahre jetzt nur gegen dich, oder was? Ja, aber ich versuche dich dann einfach mal von der Straße weg zu crashen. Wie wär's denn mal damit? Oh, Heilige. Oh Gott. Die hat's ja komplett zerfetzt. Ja gut, das ist natürlich für mich prinzipiell ganz gut. Ich bin genau da, wo ich sein will. Du warst eben gerade auf der Windschutzscheibe von einem anderen Auto. Hey, dein Auspuff qualmt ziemlich heftig. Check ja. Ihn besser mal aus. Ja, du tut mir leid. Ich habe leider keine Partikelfilter drin. Aber bitte Merkel nichts sagen. Aber auch bitte nicht Greta. Warum ist da vorne eigentlich schon wieder Polizei? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich genau längs fahren muss hier. Oh, ja, der Drift war jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber egal, die ist 500 Meter weit weg. Ich tue einfach so, als würde das hier gerade nicht passieren. Ja, das würde ich dir auch empfehlen, weil du wirst gerade gedemütigt. So, lecker Schmecker. Okay, du hast gewonnen. 2000? Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen. Genau, 4000 Reputation. Aber ich habe doch eben gerade schon mal 2 bekommen. Habe ich jetzt 6? Das stimmt, diese Nacht 6000. 8000 brauchen wir noch für die nächste Stufe. Und wenn wir das alles verdoppeln, ey, das wäre komplett geisteskrank. Dann müssten wir nur noch ein bisschen Geld sammeln. Also ein bisschen viel Geld. Und dann hätten wir auf jeden Fall den Porsche. Cayman S, Jungs! Nari hat dich geschont. Aber ich werde es nicht tun. Ja, ja. Zeig, dass du lernst, was echtes Racing ist. Oh!
Du hast auch ein BMW, du hast den neueren von meinen. Ich werde dich sowas von fertig machen. Was habe ich denn getan? Warum will mich denn hier jeder immer fertig machen? Ich bin doch nur so ein netter Typ, Alter, aus dem Block. Glück beim Start heißt doch gar nichts. Ja, Glück beim Start heißt doch gar nichts. Warum bist du so weit hinten? Aber egal, wir haben erst 30%, also ich sollte jetzt nicht das Maul aufreißen. Ich lass mir nur Zeit. Was laberst du? Auto! Da sind wir gut durchgekommen. Da jetzt nicht ganz so. Scheiße. Ah, da holt er auch direkt auf. Mist, ey. Aber ich glaube, er ist da auch nicht so perfekt durch. Wir sind schon bei 63%. Wenn wir jetzt Glück haben und das Schwerste ist schon überstanden, das wäre natürlich lecker Schmecker. Boah, der kommt immer näher ran. Ja, wir sind schon im 90er-Bereich. Ich glaube, ja, 500 Meter noch. Let's go. Jetzt nirgendwo mehr reinfahren. Und bam. Beendet. 2.900 nochmal extra on top. Und dann jetzt nochmal 4.000 oder was. Und wenn ich jetzt gleich noch Heat sammle. Boah. Und ich habe ja auch noch ordentlich Kohle gesammelt gerade. Also ich hätte gedacht, heute muss ich irgendwie 3 Stunden oder so aufnehmen. Aber wir sind gerade bei, um euch auf dem Update, auf dem Laufenden zu halten, 54 Minuten. Oh, das ist ein Mercedes AMG. Hier die A-Klasse. So, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir das hier hoffentlich nach Hause fahren. Weil das wird bestimmt noch schwieriger als die beiden Rennen davor. Anna sitzt, glaube ich, auch bei uns jetzt gerade im Auto, ne? Ja, ist sie bestimmt beeindruckt. Oh, jetzt gibt es auch ein bisschen Heat. Das wird interessant. Ein geiler Multiplikator. Meinetwegen, es muss ja nicht mal 2 sein, aber so mal 1,5 wäre schon echt nice. Oh Gott. Ah, Mist, ey. Da habe ich kurz den Überblick verloren und ja... Da kommt schon direkt der erste Geier. Kommt der von links oder rechts? Rechts. Oh Gott, ich bin ins Wasser gefallen, als ob. Ach nee, Mann. Oh, jetzt überholen sie mich alle locker. Ja, und wir sind schon bei 77%. Da kommen wir nicht mehr großartig ran. Aber so können wir, glaube ich, ich hoffe mal, dass wir das Event einfach wiederholen können. Vielleicht kriege ich die beiden sogar doch noch. Ja, es sind noch 500 Meter. Ah, dich kriege ich noch. Komm, zieh. Verfolgungsjagd gestartet. Du hast verloren. Ja, ich weiß. Mann, bist du schlecht. Komm wieder, Alter. Wenn ihr mehr drauf habt. Bis dahin will ich eure Gesichter nicht mehr sehen. Alter, ja. Okay, Mann. Entschuldigung. Jawohl. Da ist es doch. Oh, nochmal ein bisschen Polizei. So, ich lasse jetzt mal ein bisschen die Polizei kommen, weil ich würde ganz gerne den irgendwie destroyen, sodass ich Stufe 2 bekomme. Die Frage ist, wenn ich jetzt entkomme, bekomme ich da nochmal ein bisschen Heat? Ich will die halt jetzt nicht du entkommst, ja. Aber ich krieg nicht extra was auf den Kopf. Dann will ich die doch nochmal gerne reizen. Ja, hallo, Herr Polizist, ich bin's wieder. Hä? Yo. Sieh mal, wer da ist. Sollen wir abhauen? Die Polizei. Auf keinen Fall. Ich hasse es zu warten. Und ich dir beim Essen zuzusehen. Was zum Teufel? Das kommt nur von den Erpressungen? Das fühlt sich an jetzt ohne Scheiß wie Weihnachten. Oh, und ich habe vielleicht den Preis erhöht. Hey, übertreib es bitte nicht, sonst fliegt uns alles um die Ohren. Der Boss sagt, ich soll Druck machen, deshalb mache ich das auch. Gut, wie es aussieht. Seid ihr beide komplette Vollidioten. Geld. Oh, 34.000. Jetzt nochmal den Rap gewinnen. 7. Was? Ah ja, okay, jetzt sind wir 13,5. Aber warum wurde denn nicht komplett unser Rap vervielfältigt, auch von den ganzen Missionen. Komisch eigentlich. Oh, wir sind kurz davor. Wagen freigeschaltet. Ford Mustang, Pontiac Firebird, Nissan Fairlady, nicer Name, Chevrolet Camaro, Aston Martin, boah. Ferrari Testarossa 84, boah. Sprintrennen. Ist das ein langes Sprintrennen? Nö, sieht eigentlich relativ kurz aus. Könnten wir eigentlich machen. Aber dann sind wir doch direkt schon durch. Ja, perfekt. Das Ding machen wir und dann sind wir durch. Dann sind wir Rang 14. Dann können wir uns angucken, was der Cayman S kostet. Komm in die WhatsApp-Gruppe! Stimmt, wir müssen, glaube ich, nicht mal Erster werden. Wir brauchen ja wirklich nur diese 1.100 Punkte. Oh ja, alles klar, Fidizzle. Alles klar. Fährst natürlich mal komplett auf dem Acker. Ach Junge, du bist aber auch. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Was mache ich denn hier? Die Frage ist,
ob ich die 1100 mit dem dritten Platz überhaupt bekomme. Weil die anderen sind abnormal weit vorne. Egal, die machen bestimmt einen Fehler. Und ich mache das jetzt fehlerfrei. Ah ja, hier ist ja sogar der zweite. Ja, das ist ja sogar ein bisschen praktisch. Und da vorne ist der erste, als ob. Zack, nochmal ein paar kleinere Sprünge. Ah, das ist ein Audi. Ist es der Audi RS6 Sportsback oder so? Okay, jetzt Konzentration. Das Rennen ist gleich schon vorbei. Wir sind bei 88%. 91 schon. Noch 500 Meter. Zünden Nitro. Ja, perfekt. Gefinished. Nacht beendet. In manchen Nächten geht's eben nur um Spaß. Richtig? Nee, wieso nur um Spaß? Ich habe jetzt hier gerade nochmal ordentlich Cashmash gemacht. Und vor allen Dingen ein bisschen Rap. Sodass ich jetzt Stufenaufstieg, jetzt. Mercury Cougar, Nissan Skyline, oh, auch ein geiles Auto. Traumauto von ganz, ganz vielen, das weiß ich noch. Und der Porsche, der Cayman. Ich glaube, das ist tatsächlich nur noch ein Vierzylinder. Da hat Porsche auch ordentlich auf den Sack für bekommen. Da ist er. 91.000, als ob. Den will ich. Und den können wir dann mit den Tuning-Teilen uns auch richtig gönnen. Händler verlassen. Ja, ich brauche jetzt ein Rennen, mit dem ich 20.000 verdiene. Dann können wir uns den kaufen. Okay, Jungs und Mädels. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Das wird ein trauriger Abschied, wenn ich hier meinen BMW abgeben muss. Hier regnet es scheinbar. Straßenlaternen. Keine Ahnung, woher die gerade kamen. Hallo, Benjo. Kennst du, hast du zufälligerweise, oh, jemanden, der Kazooie heißt? Kennt jemand noch das Spiel Banjo-Kazooie? Irgendjemand? Habe ich damals auf N64 sehr gerne gespielt. Wenn man sich konzentriert, dann klappt das auch. Wir sind 1 Kilometer vor Crash. Schmeckt dir das? Es schmeckt nach Porsche. Noch 500 Meter, meine Damen und Herren. Und damit ist Ende Gelände. Die letzte Fahrt, oder voraussichtlich letzte Fahrt mit unserem BMW. Macht nochmal eure letzten Selfies, denn wir cashen hier gerade die 23.000 ab. Und dann geht's jetzt zu unserem Händler unseres Vertrauens. Da ist er. Der Porsche Cayman GTS 218er Version in Miami Blue müsste das, glaube ich, sein. Sehr, sehr schöne Farbe. Kann ich den trotzdem nochmal umlackieren lassen? 91.000. Wir haben ihn, meine Damen und Herren. Dritter Part nach Stunde 33. Möchtest du den Wagen verwenden? Ja, auf jeden Fall. Ach stimmt, den anderen haben wir da noch in der Garage. Oh, der sieht schon geil aus. Mit den Lufteinlässen an der Seite. Mal gucken vom Sound. Hört sich jetzt nicht schlecht an, meiner Meinung nach. Wir werden aber natürlich trotzdem direkt in die Garage, um den mal ein bisschen zu verändern. Wir haben leider nicht ganz so viel Kohle. Deswegen können wir wahrscheinlich nicht so viel machen. Aber ich müsste doch jetzt die Teile in den hier einbauen können. Muss ich die wirklich nochmal neu? Warte mal, kann ich jetzt nicht gewisse Teile aus meinem ausbauen und dann in den anderen reinstecken? Standard. Ah, guck mal, jetzt baue ich die nämlich, glaube ich, gerade alle aus. Gut, damit sollten wir das meiste jetzt ausgebaut haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Inventar? Hier, ich habe doch Auspuff Pro. Ah, jetzt ist das doch lecker. Hier, wir müssen immer ins Inventar reingehen. Boah, ich glaube, den können wir jetzt richtig gut auftunen. Boah, ey, der wird, glaube ich, gut abgehen. Ja gut, ich meine, das Ding hat uns ja auch genügend gekostet. Wir haben da jetzt die besten Teile drin. Wie viel Kohle? Wir haben noch 5000 Optik-Tuning. Wie siehst du denn mal aus hier mit einem, nochmal mit einem anderen Heckstoßfänger? Spoiler, den könnte man. Weil der ist zumindest nicht so mega prollig. Weil, ey, sorry, ey, das sieht einfach nur kacke aus. Den, ich kaufe den einfach mal. Den kann man ja auch für andere Dinger dann noch verwenden. Heckstoßfänger. Ah, ja, müssen wir mal gucken. Scheinwerfer. Ja, können erstmal so bleiben. Obwohl in schwarz. Oh, das sieht gut aus. Auspuffsound. Klangfarbe, aggressiver. Überladung. Änderung speichern. Wir gehen mal auf die Straße. Ah, hier können wir Lackierung. Oh, so in schwarz. Alter, sieht der böse aus. Oh, so ein Rot. Boah, das sieht auch geil aus. Ich nehme ihn einfach mal ganz klassisch in schwarz. Das kostet scheinbar auch keine Kohle. Den werde ich jetzt einmal kurz ausführen. Mal gucken, wie der abgeht. Oh, was für ein Auto. Wenn wir hier mal ganz kurz halten, ist schon ein schönes Ding. Kann man nicht anders sagen. Wir haben ihn endlich. Meine Damen und Herren, unseren Porsche Cayman. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Okay, meine Damen und Herren, das war's mit einer kleinen Folge von Need for Speed Heat. Wir haben wieder Stunde 41 klar gemacht. Mal gucken, wie lang die Folge am Ende wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Das zeigt mir immer so ein bisschen, ob ihr Lust habt auf noch einen weiteren Part. Kommt eben immer drauf an, yo, wie ist die Resonanz der Leute, wie viele Aufrufe. Auch ganz klar, denn ich möchte natürlich, dass meine Videos möglichst viele von euch interessieren. Es bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwas spiele, was meine Leute nicht gucken, weil dann spiele ich die Sachen einfach privat weiter. In diesem Sinne, habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag, kommt rein, tschüss!